Immer mehr Menschen zieht es in den Landkreis Barnim. Wohnten in unserer Region 1993 gerade mal 148.000 Einwohner, sind es 10 Jahre später schon satte 24.000 mehr, die sich jetzt Barnimer nennen. Doch nicht überall in unserem Landkreis ist ein Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen. Ausschlaggebend ist aber längst nicht nur die Ansiedlung, besonders im Speckgürtel Berlins. Kommunales Handeln in von Berlin weiter entfernten Gemeinden lockt Neubarnimer an. Und wenn wir heute Bilanz ziehen, glaube ich, ist es eine sehr positive Bilanz, die wir im 10. Jahr unseres Landkreises ziehen können. Und ich bin sehr zufrieden, wenn man die Rahmenbedingungen so setzt, was kann ein Landkreis bewegen. Denn natürlich wissen wir, und das gilt auch in Barnim, hohe Arbeitslosigkeit, viel Verunsicherung mit den bundesgesetzlichen Regelungen, die können wir nicht entschärfen. Aber die Entwicklung in den Kommunen und im Landkreis sehen wir mit großer Freude. Die Bilanz des Landrates für die Entwicklung im Jahr 2003 sah nicht für jeden Bereich rosig aus. Allein, dass sich die Arbeitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk Eberswalde geradezu unverändert auf einem Niveau über 20% hält, lässt den Ruf nach neuen Rezepten für eine verbesserte Arbeitsmarktpolitik laut werden. Abzuwarten bleibt, ob mit Hartz IV die Trendwende eingeläutet wird. Also Hartz IV sehe ich für alle Ostländer, für Brandenburg und auch für den Barnim sehr kritisch, weil im Endeffekt es ja sich darum dreht, die Vermittlungsleistung für die von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen zu verbessern. Und das hilft bei uns nicht, weil bei uns fehlen einfach schlicht und ergreifend Arbeitsplätze. Wir haben ja Statistiken über offene Stellen, die nicht besetzt sind, und die sind so marginal wenig, dass das nicht unser Problem ist. Wir brauchen Arbeit. Seit einigen Monaten ist die brandenburgische Gemeindegebietsreform in Kraft. Nicht nur verwaltungstechnisch wird sich für die Bürger der nun meist neuen Gemeinden vieles ändern. Die Gemeinden müssen natürlich jetzt ein neues Zielkonzept für die größeren Einheiten sich überlegen. Und natürlich wissen wir alle, das Geld wird weniger, deshalb müssen Prioritäten gesetzt werden. Und da hoffe ich, dass fruchtbarer Streit entsteht, dass schnell entschieden wird. Denn wir wollen natürlich mit unserem Geld die Gemeinden unterstützen und möglichst viel bis 2007 in unserem Landkreis noch voranbringen. Schon im letzten Jahr ist mit Steuergeldern vernünftige Politik betrieben worden, so Landrat Irke. Das soll auch in diesem Jahr fortgeführt werden. Auch in schwierigen Zeiten soll die Investitionsquote nicht runtergeschraubt werden. Ja, wir werden natürlich den Kreisausbau forcieren in Eberswalde und in Bernau. Wir werden uns mit den prioritären Projekten, die wir schon seit mehreren Jahren mit verfolgen, weitergehen. Da sind im Mittelpunkt stehen Tourismusprojekte, weil gerade hier eine sehr positive Entwicklung in den letzten Jahren zu verzeichnen war. Aber es stehen genauso der Abschluss unseres Schulbauprogramms im Mittelpunkt und die Kreisstraßen, die wir notwendigerweise für die Infrastruktur brauchen. Das Rezept, in guten Zeiten sparen, in schlechten Zeiten investieren, funktioniert nur dann, wenn man sich auch Reserven schafft. Das hat der Landkreis Barnim gemacht und kann so auf finanzielle Rücklagen zurückgreifen. Gerade jetzt, wenn Zuweisungen vom Land gekürzt werden und aus der Kreisumlage dem Geldzufluss aus den Kommunen weniger zu erwarten ist. Kluge Verwaltung verwandelt so auch in Zeiten knapper Kassen den Landkreis Barnim zwar noch nicht in blühende Landschaften, doch das zarte Barnimer Konjunkturpflänzchen scheint sich zu erholen.